Hallo, wir sind's wieder. Bettina? Und Yoshi. Und das hier ist die dritte Ausgabe der Online-Akademie. Dieses Mal soll es um Facebook gehen. Wir schlagen Ihnen eine Strategie vor, wie Facebook-Grundlagen als Verein genutzt werden können und erklären auch kurz, wie das überhaupt funktioniert, eine Facebook-Seite erstellen. Ja, genau. Es geht um das Thema Facebook und vielleicht stellen Sie sich die Frage, was bringt denn Ihrem Verein Facebook überhaupt? Oder Sie stellen sich die Frage, vielleicht ist Facebook ja auch, ist Facebook nicht unattraktiv inzwischen und lohnt es sich nicht auch über andere soziale Netzwerke nachzudenken? Und zu der ersten Frage, was bringt Facebook Ihrem Verein? Auf jeden Fall kann Facebook die Sichtbarkeit für Ihren Verein herstellen. Auch können Sie Veranstaltungen bei Facebook einstellen und bewerben. Sie können neue Mitglieder gewinnen. Sie können aktuelle Mitglieder über das Vereinsleben informieren. Sie können sich mit anderen Institutionen vernetzen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, in einen direkten Kontakt mit den NutzerInnen Ihrer Seite zu treten. Und es fallen auch keine extra Kosten an, wie bei der Domain für eine Webseite. Und auch zu der zweiten Frage, ist Facebook überhaupt noch attraktiv? Und ja, auf jeden Fall. Facebook ist weiterhin das am weltweit am meisten genutzte soziale Netzwerk. Genau. Und vielleicht konnten wir Ihnen zumindest nochmal einen Impuls geben, darüber nachzudenken, ob Facebook überhaupt irgendwie für Sie attraktiv ist. Und jetzt kommen wir nochmal zum genauen Inhalt für heute. Am Anfang soll es ein kurzes Schritt-für-Schritt-Tutorial geben, wie Sie so eine Facebook-Seite überhaupt erstellen können. Und anschließend wird es einen Exkurs geben, einen kurzen rechtlichen Exkurs zu dem Thema Impressum, Impressumspflicht auch für soziale Medien und auch zu dem Thema Datenschutzerklärung. Und dann wird Joschi weitermachen. Genau, und mein Teil ist, wie schon angekündigt, die Suche nach der richtigen Facebook-Strategie, also der Suche nach guten Beiträgen oder Posts und wie Sie die Menschen, die Sie ansprechen wollen, auf sich aufmerksam machen können. Dann folgt eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine Veranstaltung, die Sie als Verein planen, auf Facebook öffentlich machen können. Genau, und bevor wir gleich zu der Anleitung für, wie Sie so eine Seite erstellen können, kommen, vielleicht noch ein paar Fragen im Voraus. Es ist sinnvoll, sich zu überlegen, ob Ihr Verein denn Kapazitäten für eine Facebook-Seite hat. Besonders hier die Frage, wer darf oder wer soll die Facebook-Seite betreuen. Da es schon wichtig ist, dass man in regelmäßigen Abständen auch diese Facebook-Seite befüllt, da Sie vielleicht sonst Fans verlieren können, ist das durchaus eine Frage, die Sie sich am Anfang nochmal stellen könnte. Auch, welche Inhalte haben Sie vielleicht für die Seite? Veranstaltungen, Fotos vom Vereinsleben oder auch aktuelle Kampagnen. Auch lohnt es sich nochmal darüber nachzudenken, ist denn Ihre Zielgruppe überhaupt bei Facebook aktiv? Aktuell ist es immer noch so, dass die 25- bis 34-Jährigen die Gruppe sind, die am meisten Facebook nutzen. Bei einer Gruppe, die älter als 34 ist es durchaus so, dass Facebook weit verbreitet ist, auch weiterhin. Nur bei einer Zielgruppe unter 25 lohnt es sich vielleicht auch zusätzlich über andere soziale Medien wie Instagram nachzudenken. Genau, dazu im Detail wird Yoshi aber später auch nochmal kommen, wenn es um das Genau. Thema Social Media Strategie geht. Genau, und jetzt, genau, alle Vorüberlegungen dazu, genau, zu der konkreten Anleitung, damit Sie das einmal ausprobieren können. Wir würden auf jeden Fall Ihnen empfehlen, dass Sie eine Fanseite erstellen und nicht Ihr privates Profil nutzen, um Ihren Verein zu bewerben, da einfach die Fanseite mehr Möglichkeiten bietet, eine Organisation auch gut darzustellen. Hier ist auch die Frage, haben Sie einen privaten Account, da die Vereinsseite dann auch immer an den privaten Account geknüpft ist. Falls Sie noch keinen so solchen privaten Account haben und auch nicht wissen, wie das funktioniert, werden wir hier unten im Beschreibungstext auch noch einen Link dazu posten. Genau. Und jetzt einfach die Facebook-Startseite aufrufen und die Option hier unten rechts in der Ecke, erstelle eine Seite für einen Star, eine Band oder ein Unternehmen auswählen. Dann kommen wir auch gleich schon zum zweiten Schritt. Hier Gruppierung oder Person des öffentlichen Lebens auswählen und auf Los geht's drücken. Jetzt zum dritten Schritt. Hier können Sie auch schon gleich den Namen für Ihre Seite festlegen. Hier lohnt es sich natürlich, Ihr Vereinsnamen zu wählen und auch in eine Kategorie auszuwählen. Hier würden wir empfehlen, guter Zweck auszuwählen, da die Vereine, Ihre Vereine ja hauptsächlich gemeinnützige Vereine sind. Und lesen Sie sich durchaus die Richtlinien durch, damit Sie wissen, was mit Ihren Daten auch passiert. Und jetzt haben Sie schon eine solche Seite? Jetzt gibt es noch ein paar Bereiche, die sinnvoll sind auszufüllen. Hier zum Beispiel, wo das jetzt hier das große orangene A ist, da können Sie ein Profilbild anlegen.
Wichtig ist, dass das Profilbild ein aussagekräftiges Bild ist, da es überall da auftaucht, wo Sie auf Facebook mit Ihrer Vereinsseite aktiv sein werden. Also am besten eventuell das Logo Ihres Vereins nutzen. Ebenfalls hier in dem grauen Bereich lohnt es sich, ein Titelbild einzufügen. Hier auch ein aussagekräftiges, vielleicht auch plakatives Titelbild, was etwas darüber aussagt, was Ihr Verein vielleicht tut. Da hat es ja auch so einen ersten Eindruck vermittelt, wenn Personen auf Ihre Facebook-Fanseite gehen. Und weiterhin, es kann ebenfalls in dem Infobereich noch eine kurze Beschreibung eingefügt werden, damit die BesucherInnen Ihrer Seite auch sozusagen schriftlich nachlesen können, was Sie als Verein denn tun. Hier sind so wesentliche Fragen: Wer sind Sie? Wo ist Ihr Vereinssitz? Was macht Ihr Verein? Oder auch welche Ziele verfolgt Ihr Verein? Und ebenfalls unter dem Profilbild können Sie auch noch einen Benutzernamen festlegen. Der ist wichtig, da über den Benutzernamen Sie Menschen auf Facebook finden können. Hier könnte man zum Beispiel zusätzlich zu dem Vereinsnamen noch eine Ortsangabe einfügen, damit sie einfach schnell zu finden sind. Genau, jetzt sind wir auch schon fast fertig damit. Jetzt noch zu Schritt 5. Schauen Sie sich durchaus doch nochmal die Einstellungen an. Hier wird so eine relativ lange Liste aufgeführt. Ein paar Sachen werden wir kurz dazu noch sagen. Wir können gerade nicht alles durchgehen, aber gerne, falls Sie dann später dazu noch Fragen haben, kommen Sie doch gerne auf uns zu. Ein Vorschlag hier gleich als erstes: kann man die Sichtbarkeit der Seite einstellen. Also wenn Sie gerade noch dabei sind, die Seite zu bearbeiten, können Sie erstmal einstellen, dass die Seite noch nicht sichtbar ist. Das müssen Sie natürlich dann, wenn Sie wollen, dass die Seite auch online geht, wieder rausnehmen. Oder Sie können einstellen, wer auf Ihrer Seite kommentieren darf. Ob überhaupt kommentiert werden darf oder ob Sie gerne das moderieren wollen, also dass Sie sozusagen jeden Kommentar freischalten müssen, bevor der auf Ihrer Seite erscheint. Oder Sie können auch weiterhin festlegen, ob es Markierrechte gibt. Also es gibt die Möglichkeit, in Ihren Verein auf Bildern oder in Posts zu verlinken, wenn eine andere Facebook-Seite darüber schreibt. Wenn Sie das möchten, klicken Sie das an. Wenn Sie das nicht möchten, stellen Sie das aus. Ja, und jetzt kommen wir, wie angekündigt, zu dem Exkurs. Wir haben uns vorgenommen, Ihnen das auch einmal kurz darzustellen, da das ja aktuell auch ein gesellschaftliches relevantes Thema ist und da es darum geht, dass Sie sich auch schützen, indem Sie informiert sind, nur als kleinen Exkurs. Und ja, auch für Facebook-Seiten gilt die Impressumspflicht. NutzerInnen Ihrer Facebook-Seite sollten wissen, mit wem Sie es einfach zu tun haben. Und das ist wichtig für Vereine, die geschäftsmäßig agieren. Geschäftsmäßig in diesem Sinne bedeutet nicht, dass Sie als Verein irgendwie Gewinn erzielen. Aber zum Beispiel, wenn Sie Werbung für ein bestimmtes Buch machen oder auch wenn Sie SponsorInnen über Ihre Seite akquirieren, dann kann das als geschäftsmäßig ausgelegt werden. Daher würden wir Ihnen empfehlen, ein richtiges Impressum auch anzulegen, weil sonst kann die Gefahr bestehen, dass Sie abgemahnt werden und Gebühren zahlen müssen. Diese Information ist im Telemediengesetz § 5 verankert, dass Sie das mal gehört haben. Und hier noch die wichtigsten Info: Das Impressum muss leicht zugänglich und gut erkennbar sein, also dass NutzerInnen nicht zu lange auf Ihrer Seite suchen müssen, um das Impressum zu finden. Ebenfalls, das Impressum muss beinhalten, wie hier steht, der vollständige Name des Vereins, die Anschrift des Vereins, eine vertretungsberechtigte Person, in der Regel ist es der Vorstandsvorsitzende, die Vorstandsvorsitzende, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, das zuständige Registergericht, was wahrscheinlich Stendal bei Ihrem Verein sein wird, und die Vereinsregisternummer. Wie das bei Facebook umzusetzen ist, im Infobereich gibt es die Möglichkeit, bei Impressum das anzuklicken und dort das Impressum einzufügen. Entweder Sie verlinken das, falls Sie eine Homepage haben, zu dem Impressum auf Ihrer Homepage, oder Sie fügen es auch einfach direkt dort ein. Wichtig ist, dass das Impressum mit 2 Klicks aufzufinden sein soll. Genau. Und nun zu dem weiteren angekündigten Thema, der Datenschutzerklärung. Auch hier sollten Sie die Datenschutzerklärung von Facebook durch Ihre eigene ergänzen. Nämlich sehr vereinfacht gesagt, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass jeder Betreiber, jede Betreiberin einer Facebook-Fanseite auch für die Datenschutzverstöße von Facebook mitverantwortlich gemacht werden kann. Leider ist es ja immer noch so, dass Facebook nicht vollständig darüber aufklärt, was mit Ihren persönlichen Daten passiert. Also daher sollte Ihnen dieses Risiko einfach bewusst sein, wenn Sie eine Facebook-Fanseite betreiben. Und da Facebook Ihnen als BetreiberInnen die Möglichkeit auch gibt, gewisse Informationen über die NutzerInnen zu sammeln,
sollten Sie ebenfalls eine eigene Datenschutzerklärung bei Facebook veröffentlichen, wo drin steht, was genau Sie mit den Daten machen und wo diese gespeichert werden. Das sollte ebenfalls beinhalten, dass Sie Kontaktdaten von Verantwortlichen dort einfügen, gegebenenfalls Kontaktdaten zu Datenschutzbeauftragten und die Zwecke, für die Sie die Daten nutzen wollen und auf welcher Rechtsgrundlage Sie das machen. Ein mögliches Beispiel für so eine Datenschutzerklärung für Facebook haben wir ebenfalls unten in dem Beschreibungstext für Sie verlinkt. Wie können Sie das bei Facebook umsetzen? Hier auch ebenfalls auf den Infobereich gehen. Da gibt es die Möglichkeit, bearbeiten Datenrichtlinien. Hier gibt es leider nur Platz für einen Link. Daher können Sie, falls Sie eine Homepage haben, die Datenschutzrichtlinie dort in dem Bereich bei Facebook verlinken. Falls Sie keine Homepage haben, können Sie bei Facebook eine Notiz anlegen, die Datenschutzerklärung dort einfügen und sie dann in dem entsprechenden Bereich, in dem Infobereich auch verlinken. Genau, und nur noch ein kleiner weiterer Hinweis, dass es doch wichtig ist, hier sich weiterhin über diese Thematik auch immer wieder zu informieren, da Facebook doch irgendwie auch verstärkt auf Anfragen von NutzerInnen oder auch auf die Anforderungen der Datenschutzkonferenz reagiert und da auch Veränderungen vornimmt. Falls Sie dazu Fragen haben, sind wir gerne dafür da, Ihnen zu helfen, auch so eine Datenschutzerklärung oder ein Impressum mit Ihnen gemeinsam zu erstellen. Genau, und jetzt kommen wir auch schon dazu, wie Sie diese Facebook-Seite dann mit weiteren Inhalten befüllen können. Und dazu Yoshi. Ja, genau. Jetzt schauen wir uns einmal an, was für eine Strategie man als Verein auf Facebook für die Veröffentlichung von Beiträgen haben könnte. Wie man also Facebook nutzen kann, damit Sie mit Ihrer Zielgruppe über einen Beitrag oder Post in Kontakt treten. Also auch Rückmeldungen von Menschen bekommen und mit ihnen kommunizieren. Facebook schlägt vor, dass Sie sich grundsätzlich vor der Veröffentlichung eines Beitrags die folgenden Fragen einmal stellen. Ist dies ein zeitgemäßer und relevanter Inhalt? Stammt dieser Inhalt aus einer Quelle, der Sie vertrauen würden? Würden Sie mit Freunden teilen oder anderen empfehlen? Sind die Inhalte wirklich interessant für Sie? Würden Sie den Post-Beitrag als von geringer Qualität bewerten? Würden Sie sich beschweren, wenn Sie diesen Inhalt in Ihrem privaten Facebook-Account sehen? Das sind einmal Fragen, die ich etwas abgewandelt habe, jetzt für die Vereinszwecke. Vorerst sollten Sie sich allerdings etwas fragen, worauf auch Bettina schon Bezug genommen hat. Und zwar, was können und wollen Sie an Öffentlichkeitsarbeit auf Facebook leisten? Also im Rahmen Ihrer Facebook-Strategie sollten Sie sich Gedanken darüber machen, wie oft und wann Sie Beiträge posten. Wenn Sie nicht oft genug Inhalte veröffentlichen, können Sie unzuverlässig oder unglaubwürdig wirken unter Umständen. Also wenn Sie zu oft posten, kann es auf der anderen Seite sein, dass die Menschen, die Ihrer Seite folgen, Ihre Beiträge nicht mehr ständig sehen möchten. Meine Handlungsempfehlung deswegen einmal minimal einen Beitrag alle 2 Wochen, maximal einen Beitrag pro Tag. Pi mal Daumen. Sie können auch Beiträge planen. Das bedeutet, dass Sie eine Zeit und ein Datum festlegen, wann der Beitrag, den Sie bereits geschrieben haben, sich selbst veröffentlicht. Ähnlich wie bei E-Mails, die man ja auch planen kann, wann sie abgeschickt werden. Grundsätzlich bedeutet mehr Aktivität mehr Likes auf Facebook. Sie sollten aber trotzdem einfach voll für sich abklären, wie viel Facebook für Sie reicht. So, jetzt können Sie sich damit beschäftigen, was Sie eigentlich veröffentlichen wollen. Zu den Datenschutzrichtlinien und zum Urheberrecht von Inhalten schauen Sie sich einfach nochmal das Video zur Pressemitteilung an. Einmal zwischendrin das nochmal gesagt. Aber jetzt zu meiner Idee. Ich schlage vor, Sie machen 2 Listen. Auf die erste Liste schreiben Sie, was sind die Themen Ihres Vereins? Alle Themen, die eine Pressemitteilung wert sind, sind auch einen Beitrag auf Facebook wert. Schauen Sie auch hierzu nochmal in unser Video zum Thema Pressemitteilung. Fragen Sie sich aber auch, welche Aufgabengebiete hat Ihr Verein und woran arbeiten Sie aktuell? Was davon ließe sich präsentieren? Worauf möchten Sie aufmerksam machen und was sind die erklärten Ziele Ihres Vereins? Wie wollen Sie Ihren Verein darstellen? Welche Nachrichten, Artikel oder neue Informationen zu einem Thema könnten den Verein etwas angehen? Sowas könnte man in einem eigenen Beitrag auch teilen. Hier geschehen in einem Post von Sea-Watch zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ein Beitrag des SRF, der geteilt wurde von Sea-Watch, weil der Inhalt sie was angeht. Suchen Sie, was andere Vereine schreiben.
ja, die ähnliche Ziele haben oder Beiträge von SponsorInnen. Können Sie zum Beispiel auch mal überprüfen. Ich habe ja auch mal ein Beispiel mir überlegt. Also als Verein, der sich mit Mehrsprachigkeit und Bildung und Integration auseinandersetzt, zum Beispiel, können Sie das Buch Mehrsprachigkeit im Unterricht in einem Beitrag posten. Das ist jetzt nämlich neu rausgekommen. Da geht es um neue Konzepte und Studien zu Schulsprache und Herkunftssprache in der Migrationsgesellschaft. Aus so einem Post spricht erstens der Zuspruch, die Bejahung zur Arbeit mit Mehrsprachigkeit in Schulen und Integration und Bildung generell. Zweitens, die mitgeteilte Solidarität zu Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, schafft Sympathie für ihren Verein und positioniert ihre Haltung gegenüber der Sprache und Expertise in puncto Bildung in der Öffentlichkeit. Das kann drittens zu neuen Partnerschaften und Unterstützung führen und viertens auch ein Experten-Image aufbauen. Übrigens erzielen Bilder bei Beiträgen viel Aufmerksamkeit. Fügen Sie Bilder also möglichst hinzu, wo Sie können. Zum Thema Bilder, Bildlizenzen und wo man sie kostenlos herbekommt, kommen wir übrigens im Detail beim nächsten Mal zu sprechen. Jetzt kommen wir zur zweiten Liste. In der zweiten Liste schreiben Sie dann einfach auf, welche AkteurInnen mit Ihrem Verein in Kontakt stehen und mit welchen AkteurInnen Sie gerne in Kontakt stehen wollen. Also MitgliederInnen und mögliche neue MitgliederInnen, befreundete Organisationen und potenzielle Freundschaften, potenzielle neue KooperationspartnerInnen und so weiter. Dann fragen Sie sich, welche AkteurInnen welches Thema Ihres Vereins interessieren könnte. Dort, wo Sie eine Verbindung sehen, können Sie praktisch eine Linie von der einen zur anderen Liste führen und schon wissen Sie, was Sie veröffentlichen. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie kommen Sie an diese Akteure überhaupt dran? Natürlich sprechen die Beiträge schon auch für sich, ne? Aber nur Beiträge posten reicht nicht. Möglichst viele interessante AkteurInnen sollten Ihre Seite mit Gefällt mir markieren, damit Sie Ihre Beiträge sehen. Hier ein paar Handlungsempfehlungen, wie das funktionieren könnte. Erstens, eine Zielgruppe stellt ihre MitgliederInnen dar. Viele Mitglieder aus dem eigenen Verein haben eine private Facebook-Seite. Laden Sie Ihre VereinsmitgliederInnen über Ihre eigene private Facebook-Seite oder vereinsintern einfach ein, die Vereinsseite mit Gefällt mir zu markieren. Sie können es im Prinzip auch mit allen anderen Freunden machen, von denen Sie möchten, dass sie das Vereinsleben und die Themen des Vereins begleiten. Zweitens, suchen Sie im Suchfeld bei Facebook nach den Facebook-Seiten von befreundeten öffentlichen Seiten und Seiten, die Ihnen gefallen. Und drücken Sie selbst auf Gefällt mir als der Verein. So handhaben Sie, also als die Vereinsseite, nicht als privater Akteur, so handhaben Sie es zum Beispiel mit Partnerorganisationen, wie etwa anderen Vereinen und Seiten, von denen Sie glauben, dass sie den Menschen gefällt, die Sie gern als Zielgruppe hätten. Ja, also diese Seiten und Menschen werden im Gegenzug auf ihre Seite aufmerksam. Abgesehen davon finden sie auf diesen Seiten, was andere Organisationen machen und finden so vielleicht Inspiration für die eigene Seite. Schauen Sie mal bei anderen Organisationen auf die Seite, die einfach mit ähnlichen Themen sich beschäftigen. Wo waren wir stehen geblieben? Hier, drittens, wenn die Vereinsseite neu ist, können Sie ebenfalls befreundete private Personen und befreundete oder bekannte öffentliche Seiten über eine private Facebook-Nachricht bitten, ob sie nicht die Seite Ihres Vereins einmal liken oder teilen könnten, damit Ihre Vereinsseite sozusagen auch bei Freundesfreunden bekannt wird und so ein bisschen ins Rollen kommt am Anfang. Elementar bleibt natürlich die Qualität Ihrer Beiträge. Wem die gefallen, der oder die drückt auf Gefällt mir. Wem ein Beitrag gefällt, aber noch nicht ihre Seite, den können Sie einladen, das offiziell nachzuholen. Hier, das sehen Sie auf dem Screenshot. Hier hat jemand einen Beitrag geliked, aber dem gefällt noch nicht die Seite. Ja? Die Inhalte von Beiträgen können von Verein zu Verein stark variieren. Hier nochmal die Erinnerung, dass wir gerne mit Ihnen persönlich überlegen, was man in regelmäßigen Abständen posten kann. Eine weitere Möglichkeit, Aufmerksamkeit für den Verein auf Facebook zu bekommen, wollen wir Ihnen genauer vorstellen. Wie schon angekündigt, wollen Sie als Verein eine Veranstaltung machen, dann veröffentlichen Sie diese doch auf Facebook. Bei Menschen, die ihre Seite mit Gefällt mir markiert haben, steht die Veranstaltung dann im persönlichen Newsfeed. Dort, wo die Beiträge von Freunden und Freundinnen und anderen Seiten, die den Menschen gefallen, stehen.
Es lässt sich nicht leugnen, dass Menschen sich gut über Facebook zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen einladen lassen. Das ist wirklich gut. Also ich finde es persönlich wirklich hilfreich, dass ich auf der Veranstaltungsseite eine eigene Gruppe von interessanten Menschen habe, die ich mit aktuellen Informationen versorgen kann. Sie können Bilder und Videos hinzufügen, Sie können Details Ihrer Veranstaltung teilen, Sie können eine Teilnehmerliste anlegen, Sie können interessante Teilnehmer an die vorstehende Veranstaltung erinnern, TeilnehmerInnen. Hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Veranstaltung. Wie Sie eine Veranstaltung Schritt für Schritt erstellen und verwalten, finden Sie übrigens auch in der Internetadresse unter dem Video. Erstens, klicken Sie im Newsfeed im linken Menü auf Veranstaltungen, dann auf Veranstaltung erstellen. Zweitens, jeder kann Ihre Veranstaltung sehen und danach suchen. Selbst Personen, mit denen Sie den Ort, selbst Personen, mit denen Sie nicht befreundet sind, geben Sie den Namen, den Ort und das Datum, die Uhrzeit sowie eine Beschreibung für die Veranstaltung an. Drittens, Sie können hier auch MitveranstalterInnen wie etwa andere Vereinsseiten hinzufügen und Stichworte zu Ihrer öffentlichen Veranstaltung eingeben oder auswählen, sodass Sie Personen, die am Thema interessiert sind, besser vorgeschlagen werden kann. Zum Beispiel zum Thema Vortrag, Lesung oder Konzert. Viertens, geben Sie an, wer Ihre Veranstaltung bearbeiten und Beiträge dazu veröffentlichen kann. Und klicken dann auf Posten. Jetzt haben Sie Ihre Veranstaltung auf Ihrer offiziellen Facebook-Seite veröffentlicht. Sie werden automatisch zu Ihrer Veranstaltung weitergeleitet, wo Sie zusätzlich Gäste einladen können. Jetzt geht es also ans Einladen. Wie Sie sehen, können Sie unter dem Titelbild auf Teilen drücken. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre privaten Freunde einzuladen, die Veranstaltung in einer privaten Nachricht zu verschicken und Sie zum Beispiel auf Ihrer privaten Facebook-Seite in einer Facebook-Gruppe, in der Sie sind, oder in einer Facebook-Gruppe, in der Sie sind, zu teilen. Jetzt können Sie außerdem Fotos hochladen, ein Titelfoto oder ein Titelvideo hinzufügen, Beiträge posten und Details zu Ihrer Veranstaltung bearbeiten. Dazu finden Sie auch wieder Internetadressen unter dem Video. Und ja, hier kommen wir schon zu den Fragen. Ja, genau. Also falls Sie Fragen dazu haben, wie gesagt, können Sie sich gerne an uns wenden. Oder auch wenn Sie irgendwie Themen oder Wünsche haben für kommende Formate, dann würden wir uns total freuen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben oder uns anrufen. Und jetzt noch genau eine kleine Empfehlung von uns zu den Seiten der digitalen Nachbarschaft. Dort gibt es viele kostenfreie Handbücher, Webinare oder auch Lernvideos, die das Thema digitales Vereinsleben haben. Hier ist der Link, wir werden ihn auch nochmal runtersetzen. Einfach sehr gerne ergänzen zu diesem Video, können Sie sich das gerne anschauen. Wir würden das Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen. Und noch zum nächsten Mal. Genau, da beschäftigen wir uns nämlich damit, wo Sie Bildmaterial, zum Beispiel für einen Facebook-Beitrag beziehungsweise einen Post, Entschuldigung, herbekommen und worauf Sie dabei bezüglich der Lizenzen achten müssen. Außerdem schlagen wir Ihnen einige Möglichkeiten vor, wie Sie kostenlos Bilder, Flyer, Plakate oder Facebook-Posts selbst gestalten können. Die AXA bietet Ihnen zum Beispiel die kostenlose Nutzung der Premium-Version des Programms Canva an. Wenn Sie sich generell für Öffentlichkeitsarbeit zu Zeiten der digitalen Revolution, in der wir uns ja irgendwo befinden, interessieren, möchte ich Ihnen hier noch das Buch Die neue Öffentlichkeitsarbeit, wie gut Kommunikation heute funktioniert, empfehlen. Den Link dazu finden Sie auch wieder unter dem Video. Das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Bis, Bettina. Tschüss. Ciao.